So, wir sind immer noch bei Kranio. Schön, dass ihr immer noch bei unserem Kanal dabei seid. Und wir haben noch ein drittes Spiel hier bei Kranio. Und zwar wird es eventuell heißen Escape Box. Das ist noch nicht ganz raus. Wird rauskommen in Essen und ist ein App-gestütztes Spiel. Und Elisa wird uns noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Hallo. Hi. Okay, show us what the game's about. The game is an escape room experience just in a box. So, each player will look in one of the side of the box, searching for clues directly inside the box. The first game that will be probably released in Gen Con and then for Germany in Spiel this year will comes with this box that will remain also for next adventures, and the first adventure that is in an haunted house. Okay, I just wanted to check the side, the correct side. Okay, also es geht darum, die Grundversion wird eben in der Gen Con bzw. eben auf das Spiel dieses Jahr rauskommen. Es geht um ein verfluchtes Haus und es wird so sein, dass diese Box halt eben das Basisspiel quasi ist und jeder Spieler, man muss dann eben sich gegenübersetzen, schaut hier in diese Öffnung rein. Und what's the game also about? The game will have then a lot of new adventure. There's an app, and there will be a lot of new upgrades. So the app will allow us to discover what to do with some objects. So, for example, if I found a key, I can try to open a door, and that could permit to me to remove a card and to see new clues and new elements inside the box. Okay, also es wird eben so laufen, dass man zum Beispiel einen Schlüssel findet, den Schlüssel benutzen kann, um hier irgendeine Wand oder eine Tür wegzunehmen, und dann kann man weiter in das Haus reinschauen und kriegt eben neue Hinweise, und mit diesen neuen Hinweisen kommt man eben immer näher an die Lösung des Spiels heran. Okay. Yeah. Okay. And there's going to be some expansions. Yes, of course. The base game will come with the box that will remain also for the other expansion and one adventure, as we said, the haunted house. Then we will have two more expansions coming up in at Spiel, and also tiny add-ons that will be small torches to better look inside. Okay. Also es ist so geplant, dass es eben immer dieses Grundspiel gibt. Und in Essen werden auch gleich zwei Erweiterungen rauskommen, die das Grundspiel benötigen, aber halt eben neue, ja, Geschichten erzählen, neue Aufgaben haben werden. Und es wird auch halt eben noch andere, ja, Fackeln zum Beispiel geben. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Das war's erstmal zu diesem Spiel. Tschüss. Ciao.